So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Head in Time. Das Finale. Wir nehmen mal wieder Hinus Lieblings-Dingsbums. Wir können, glaube ich, noch weiterspielen nach dem Finale, soweit ich weiß. Aber... So, mit Hausschlappen ins Finale ist natürlich geil, macht man immer. So wie sich's gehört. Jo, Finale, Zeitstück gesichtet. Akt 1, das Finale. So, so. Ein bisschen Macht bekommen, von wegen, sie wollte nur das Unrecht verhindern. Ist zu einer kleinen Tyrannin geworden. Können auch nichts drehen, das bedeutet, wir müssen hier so lang laufen. Ticket Nummer 153, was ist denn los? Ich war zuvor in heißen Küchen, aber noch nie so heiß. Ich habe keine Ahnung, wie du es schaffst, nicht zu schwitzen, denn ich bin richtig am Kochen. Vielleicht kannst du die Schlange überspringen und herausfinden, wer hier der Chef ist. Hau ab, Kleine, ich versuche in der Schlange zu stehen. Mafia erinnert das an der Zeit, wo Insel voll mit Lava war, nur böser. Hier draußen ist es so heiß, meine Flüssigkeit kocht fast wegen der Hitze. Okay. DJ Grooves wird uns hier rausholen. Er ist ein Star, verstehe. Verstehst du? Seien wir mal ehrlich, Kind. Im Vergleich zu allen anderen Orten, die ich bereist habe, dies ist ohne Frage der schlechteste. Du musst mal da hineingehen und dem Mädchen zeigen, wer hier der Boss ist, damit ich zurück auf den Mond kann. Der Mond war spaßiger als hier. Ich glaube an dich, Kind. Alles klar. Grüße, werter angeblicher Krimineller. Wir sind sehr viele. Das ist mir schon klar. Im Nachhinein, vielleicht hätte ich etwas Besseres in meinem Leben machen können. Mafia möchte nicht verurteilt werden, hat Angst und schwitzt. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hey, Kleine, wie geht's deiner Seele? Immer noch da? Ich würde gerne wissen, wer hier meint, mich zu verurteilen. Klar, ich habe mir ein paar hundert Seelen geraubt. Wen kümmert's? Bitte tu uns alle einen Gefallen und finde raus, wer hinter all dem hier steckt und verpasst den einen. Normalerweise befürworte ich diese Art von Dingen nicht, aber das hier ist sehr autoritär. Alles klar. Hier gibt's also jemanden, der hier einen auf Chef macht und... Fall nicht in die Lava, Kleine, alles klar. Das ist nicht mein bedrohliches, unterdrücktes Heim. Also hier gibt es jemanden, der ordentlich denkt, er wäre voll der Chef. Aber die scheinen alle nicht glücklich darüber zu sein. Das ist verblüffend. Warum wurden wir Vögel hier versammelt? Weißt du es, werter Mitverbrecher? Ich bin kein Mitverbrecher. Ihr habt mich zu dem gemacht. Was haben wir gemacht? Alle unsere Filme waren doch nur Actionfilme. Ja, das stimmt. Grooves, weißt du, was abgeht? Gut, dich zu sehen, Schätzchen. Schön zu wissen, dass ich nicht der einzige Superstar bin, der an diesem geschmacklosen Ort warten muss. Geh doch mal rein und finde raus, wer hier den Ton angibt, okay? Also, die sind alle nicht am... Die haben also alle keine Probleme damit, dass wir hier ein bisschen, vordringen. Du auch hier, Lassie? Was ist das für ein Ort? Ich habe noch nie in meinem Leben ein Gesetz gebrochen. Wer auch immer dahinter steckt, ich werde mich nicht richten lassen von irgendeinem schnauzbärtigen, hutlosen, kapuzentragenden, statueposierenden, schlossbewohnenden, strafzettelgebenden Grünschnabel. Da hast du doch vollkommen recht und ich glaube, ich weiß, wer das ist. Du bist der Erste. Ich gehe da jetzt erstmal rein. Ich glaube, es geht los. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Nö. Ich glaube, hier geht es wirklich nur noch strakt geradeaus. Also nicht irgendwie noch was zu finden oder so. Ganz viele Herzchen bringt mir natürlich gar nichts. Kann ich noch ein bisschen Kohle sammeln? Was machst du denn hier? Ich glaube, dass dieser Sprung zu groß für mich und meine Kamera ist. Da hast du vollkommen recht. Das sieht doch aus... Ist das das Mustache Girl? Alter, wenn man eine Mädchen... Weißt du, da sieht man doch gleich, was passiert, wenn man einem Mädchen einen Schnauzbart verpasst. Nichts Gutes. Okay.
Mist. Ja, warum denn jetzt auf einmal? Ich habe nur noch ein... Ja, das ging aber schnell. Ja, dass die Füchse sich hier wohlfühlen. Alter, hier werde ich bestimmt ein paar Mal verrecken. Weißt du was? Ich nehme den Hut. Ja, das bringt hier gar nichts. Oh je. Warum? Was? Wieso? Ich will euch alle retten und diese scheiß Eulen. Ah, das muss nett sein. Also bitte, man kann es auch nicht so assi gestalten. Also wenn du einmal in die Lava fällst, dann fällst du so häufig um. Ich will aber die Diamanten haben. Och ja, in dieses... Nee, komm. Das ist mir jetzt zu blöd. Das muss jetzt nicht sein. Blöde Eule. Entschuldigung, aber das muss ja nicht sein. Okay, die machen ordentlich Aua. Lass mich raten. Ah. Okay. Ich kann auch nur einmal springen. Hä? Ist das mies? Das ist ja mies. Ich weiß, dass ich nur einmal springen kann. Das ist okay, aber... So. Ich dachte, die legt das ab. Ach, Mist. Na gut, ja, ein paar Mal verrecken darf ich hier. Ich mache das natürlich sehr, sehr ungern. Aber dem ist, dann ist das halt so. Ich versuche es einfach strikt herauszumachen. Nicht ohne irgendwelche, wie heißt's? Na, was wollte ich sagen? Ohne irgendwelche Zusatzsachen. Weg damit, weg mit der blöden Eule. Fängt man ja schon fast genauso an zu hassen wie die Eule aus Zelda. Ich kann meinen Kopf verdrehen. Tot. Nee, das kannst du vergessen. Nimm dir einmal hier. Okay, da muss man richtig nah ran. Ist blöd, dass sie nicht zweimal springen kann. So, ich muss immer noch gucken, wo ich diese Tokens ausgebe. Wow! Nee, das reicht. Schön, dass hier überall Kohle rumliegt. Ich hätte aber gern Herzchen, das wäre viel schöner. Na, kommt her, ihr Raben. Hoppe, hoppe, Reiter, Felder in den Graben, fressen in die Raben. Ja, ich kenne das Lied noch auswendig. Aber ich wollte jetzt die erste Strophe nicht singen. Oh, ist das mies. Brauche ich jetzt echt. Gut, ich kann auch nach links. Die Frage ist, was gibt's denn hier? Das hat's jetzt vollgebracht. Na gut, macht aber keinen Unterschied, ob nun da lang oder da lang. Müssen wir mal gucken, ob das vielleicht so klappt.
gut. Alles klar. Ja, die Feuergeister sind hier natürlich sehr happy. Warte mal, gibt's da unten irgendwas? Ja, hier gibt's Herzen, aber ich habe schon alle volle Herzen. Ich habe schon volle Herzen. Na gut, aber gut zu wissen, im Fall, dass ich vielleicht doch mal Probleme haben sollte. Wie jetzt zum Beispiel. Oh, what the fuck? Och nee, 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 nee. Die Eulen sind so gemein, die sind so fies. Die sind so richtig fies. Entschuldigung, aber die sind extremst schnell. So, dank diesen... Oh, du blöde Katze, ich glaub's geht los. So, der Mafia verbrennt sich den Hintern. Ist ja alles ihre Schuld. Lass mich raten, der ist bestimmt auch irgendwie mad auf mich. Unten gibt's sonst nichts, nee. Guck, ich habe schon wieder nur 4 Leben. Wozu habe ich denn diese geheimen Kombination gefunden, wenn die theoretisch nichts bringen? Ich kann hier nicht durch. Ich bin keine Stunt-Eule. Kriegen wir schon hin. Dieser Zeitlupenhut ist einfach der Hammer. Man kann es auch mal ein bisschen übertreiben. Ich kann Hühnchen riechen. Das ist schön. Hier gibt es wenigstens noch ein paar Herzchen. Ist das jetzt das Ende? Ist das jetzt das Finale? Hexenhut? Ja, nehme ich mal den Hexenhut. Den Regenschirm nehme ich mal mit, falls es rumbackt. Es war so klar. Es war so klar. Ich hatte alten Mann nicht für so 2 ganze Tage mal geschlagen. Oh, was für eine berührende Geschichte. Ha, Scherz! Bösewicht! Bösewicht! Nächster! Der nächste bin ich. Oh, it's you. Ach, du bist. Du warst schon ein kleines, egoistisches Vieh, aber egal, du warst mir nicht im Weg. Ich lass dich gehen. Du bist einer der Guten oder so. Na komm, du bleibst am Leben. Nächster. Nö. Wie bitte? Wage es ja nicht, mich anzufassen. Du hast anscheinend noch nicht ganz verstanden, was hier vor sich geht, Kleine. Weißt du, ich wollte dir verzeihen. Ich dachte damals, dass wir beste Freunde wären. Aber nein, du wolltest selbstsüchtig und faul sein. Den Planeten vom Bösen retten? Pff, wer braucht das schon? Habe ich recht? Schau, was ich ohne dich erreicht habe. Ich habe Gerechtigkeit wiederhergestellt. Ich bin die Gerechtigkeit, keine Bösewichte. Nie wieder. Ich brauche dich nicht. Dieser Planet braucht dich nicht. Niemand wird dich vermissen und keinen wird es kümmern. Ich glaube... Du bist der Bösewicht und ich zeige dir, wie die Gerechtigkeit mit Gaunern umgeht. Oh, ist das mies. Hab dich. Oh, ist das mies. Na gut, dann werde ich es anders machen.
schaffst das nicht. Ich werde einfach weiter rennen. So, den Zeitlupen. Alter! Die hat mir echt übel gegeben. Das ist doch mies. Ja, ja, komm, der Typ ist mir eigentlich... I didn't punch old... Excuse, don't you? Ja, ja, komm. Auf die Schnauze und noch mal. Ist das mies? Jawohl! Nicht schlecht, hm? Sie kann abhauen. Bärtiges Mädchen ist hier nicht willkommen. Mafia sagt, hau ab. Das ist richtig. Hau ab. Niemand will dich hier. Ist's nicht so? Diese alternative Realität stinkt. Hau ab. Hau ab. Ist nicht so, Gang. Oh je, jetzt sind sie aber echt alle böse auf die. Kochkatze. Yay. Denn alles meine Freunde. Yay. Aber ich habe alles ausbalanciert. Kein Böses mehr. Warum könnt ihr nicht sehen, dass ich das für uns alle mache? Wie kannst du hinter diesen Leuten stehen? Sie sind Gauner, Verbrecher und du hilfst ihnen? Das hört jetzt auf. So, ich bin jetzt wieder voll. Das mies. Du weißt, dass es nicht funktioniert, Kleines. Also Mustache Girl. Jo! Alter, was geht denn hier ab? Hab dich. Jojo, mach nur. Ich hab den Zeithut. Vergiss es. Ich kann auch mit dem Regenschirm schießen. Und was noch? Wow! Hab dich. Warte mal, kann ich irgendwie einen Sticker machen? Den brauche ich ja nicht mehr. Ein Trefferhutanstecker, Projektilanstecker, Hutmacheranstecker. Verringert die Abklingzeit. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn ich den benutze. Auf den Boppes, du olle Schrapnelle! Gut, hab dich. Oh, super. Jetzt, wo ich die Herzen eingesammelt habe, weißt du? Kleines Hutkind kann bärtiges Mädchen nicht treffen. Wir müssen helfen. Du verstehst es, Bursche. Lass uns ihr etwas geben, was sie auf dieses kleine rote Ärgernis stoßen... Was? Lass uns ihr etwas geben, was sie auf dieses kleine stoßen kann, damit sie endlich abhaut. Alles klar. Lass uns rollen. Kleines Mädel, gib uns einen Rick in die Visage des kleinen roten Mädchens. Super. Super. Unsere Freunde helfen uns jetzt! Super, wir müssen jetzt den Ball hier ein bisschen rumschießen.
Oh, ist das mies. Oh, scheiße. Ja, die hat halt die ganzen Zeitstücke und benutzt sie auch. Und das ist halt nicht so geil. Aber ich kritze eigentlich. Oh, ist das mies. Versucht den Zeithut nicht zu benutzen. Alles klar, ihr helft mir jetzt. Alles klar, jetzt müssen wir die... Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, die Waffen der Bosse dazu zu benutzen. Nee, da kann ich nichts machen. Na, oh, die hat so ein Zeitschutzschild. Ist das mies. Einigen wir uns auf einen Vertrag und sorgen wir dafür, dass das Mädchen ein für alle Mal abhaut. Okay. Haha, okay, los geht's. Ich erschaffe, du wirfst. Mist. Ich muss also das Ding auf die werfen. Na, jetzt hat sie ordentlich gefressen. Ist das Dingsbums kaputt? Ich glaube, in dem Zeitpunkt... Oh, ist das gemein. Ist das mies. Alter Schwede. Übel. Warte mal. Ist Bohr, wenn ich da reinkomme? Nee. Hat die mich eben doch getroffen, aber wie? Das ist mir viel zu schnell. Kann ich das neu starten? Nein, ne? Ich werde sowieso gleich nochmal sterben. Wie hat die mich denn getroffen? Oh, ich bin noch ausgewichen. Ich war noch nicht mal in der Nähe. Weiß ich, war in der Luft. Komm. Irgendwo muss es auch mal gut sein. Zwei Herzchen. Alter, ich bin mich jetzt gerade so am Konzentrieren. Ich muss das schaffen. So, die olle Zippe kriege ich jetzt. Jetzt muss ich einfach nur ein bisschen ausweichen.
Ja, ja, ihr macht jetzt einen Vertrag, dann werft ihr Bomben. Oh. So, hab dich. So. Och Mist, ich bin da voll reingelaufen, ich voll Idiot. Na, hat jetzt wieder das Ding aufgesetzt. So. Och Mann, ist das gemein. Scheiße. Hallo, ich war doch schon längst... Ach, olle Schapnelle. Komm runter. Gib zum Regenschirm auf die Schnauze, du olle Zippe. Ich glaube, ich sollte, wenn ihr das macht. Das ist noch einigermaßen einfach. Aber dass er mich da immer trifft, egal wo ich stehe, ist mies. Oh, ich habe zwei Herzchen bekommen. Alles klar, ich gebe euch einen Stoß. Ich weiß Bescheid, Jungs. Ihr seid die Besten. Boah, ich Vollidiot. Natürlich mitten rein. Das war... Ach ja! Alter! Wisst ihr was? Ich glaube, ich sollte das lieber übernehmen. Ich glaube, der Jump-Hut ist hier echt viel besser. Lauf, 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 lauf. Jawohl! Ja, komm, das sehen wir jetzt wahrscheinlich noch mehrmals, weil so wie es aussieht, habe ich viel zu viel Schaden gefressen. Ja, natürlich. Weißt du, ich hab's dir gerade eben kaputt gemacht und jetzt fängst du wieder an damit. Alter, das ist so mies. Die Musik ist schon geil, auf jeden Fall. Ja, ich war doch... Nee, das ist unfair. So gescriptet. Die hat jetzt ordentlich auf die Fresse gekriegt, aber ich glaube, das zählt nicht. Ich nehme jetzt mal die... Ab hier nehme ich mal diesen Hut.
Oh, das war mies. Na gut. Boah, ich bin die ganze Zeit jetzt hier so hoch konzentriert, auch im Körper an mit. Wenn die Kleine nach links schwingt, dann schwinge ich auch nach links. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... Einfach weg. So. Alter, das ist mies. Das ist so mies. Ja, ist klar. So, die macht jetzt... Ernsthaft? Oh, wenn Mafia explodiert, lässt Mafia Herzpons fallen. Das gibt Mafia eine Idee. Kleines Hutmädchen braucht unsere Hilfe. Wenn Mafia explodiert, bekommt sie nützliche Herzchen. Mafia muss platzen, um Welt zu retten. Was? Plan ist verrückt. Keine Sorge, Mafia-Freund. Sollte das Mädchen es schaffen, kommt Mafia zurück, wenn sie Zeit zurückdreht. Nun, schlag mich mit deiner ganzen Kraft, Kollege, ohne zu zögern. Rotkäppchen-Mädchen. Hau ab. Hier, nimm. Oh, super. Die Mafiosi, so albernmutig. Aber egal, was ist der Sinn des Lebens, wenn ich meinen Zug nicht mehr habe? Okay, DJ Grooves, wir zwei helfen diesen kleinen Mädchen. Mach dich bereit für einen fiesen Schlag und zieh besser auf mein Gesicht. Das ist meine Schwachstelle. Dieses wütende rote Mädchen soll abhauen. Ich brauche doch nur 4 Herzchen. Gut, schön. Ich glaube, ich bin jetzt unbesiegbar. Was passiert hier? Wenn jeder weg ist, werde ich für immer alleine bleiben. Böse Gegner, hört auf! Nein, du bist der Bösewicht. Hau ab! Wir brauchen keinen Helden. Hau ab! Zieh ab! Meine Kräfte verschwinden? Ja, ich bin mit der Kraft... Die Kraft der Freundschaft! Auf die Schnauze, in die Fresse! Komm her, du Lümmel! Ich bin unsterblich, das ist geil. Du kannst jetzt machen, was du willst. Komm runter. Trotzdem, ich will nicht 1000 Millionen mal getroffen werden. Folgeangriff. Bam! Oh, Leute. Ja, endlich meine Zeitstücke. Du olle Schrapnelle. Wir hätten Freunde sein können. Nein, du musst es mal wieder übertreiben. Bisschen Macht und schon fühlen sie sich alle auf, als wenn sie die Chefe wären. Yay! Juhu! Hino freut sich! Yay! Was? Nur 55? Das ist mies. Das ist gemein.
Yay, bist wieder zu Hause. So, dann... Mafia-Planet, dem geht's gut. Die Kleine ist wieder da. Was wollen wir machen? Wollen wir der Kleine... ein Zeitstück fallen lassen, um dem Mädchen mit der roten Kapuze etwas Zeitenergie zu geben, damit sie die Mafia besiegen kann. Du wirst dann vielleicht nicht mehr nach Hause kommen können. Nein, ja. Ja, komm, wir haben ja ein Herzen. Komm, gib dir ein kleines. Gib dir was Kleines ab. Das passt schon. Sie hat's ja gut gemeint. Und mit einem Zeitstück kann sie nicht so viel machen. Die Kleine kommt ganz gut ohne jemanden zurecht. Die braucht keinen. Geil. Bip, bip, bip. Bup. Durch die DLCs haben wir eigentlich mehr als genug. Jetzt läuft die Zeit weiter und wir kommen nach Hause. Ja, 55, das ist okay. Was kannst du denn jetzt noch machen? Raumschiff ist schon cool. What? Was ist denn jetzt los? Hm. Wer hält die denn jetzt schon wieder auf? Oh, die kleine Sauer. Ach, die halten es fest. Verlass uns nicht. Noch. Hey, Kleine, wie wär's mit einem neuen Vertrag? Wag es ja nicht, uns zu verlassen, Lassie. Lass unseren Film ansehen, Schätzchen. Nee, nee, macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Ja, die haben es doch gut gemeint. War schön. Viele neue Freunde. Haben dem Mädchen geholfen. Dem Mustache Girl. Und jetzt geht's nach Hause. Es war die richtige Entscheidung. Auch wenn der Abschied schwer fällt. Schön. Schönes Spiel. Doch wunderbar gemacht. Genial. Es ist schön. Ladebildschirm? Hallo? Ahead in time. Schön. Ich freue mich. Bei Gears for Breakfast. Schön. Jonas Kerlef. Pascal Michael Stiefel. Geil. Schön. Vince, Miles und Kevin, Yongku, etc. etc. Oh, Hammer. 2D-Art-Team. Jenna Brown, Sieger Wink, Martin Giuliano, Muliadi. Jonas Kenneth, Matt Frank, Galicia Ian, Grena, Christopher Serre, David Wilkinson. Oh, super. Genial. Jasper Stunt, Pierre, Clevor. Cameron Tuners, Animation-Team, Martin Ellis, Alexander Grace, Kevin Yongku, Jonas Kalef und so weiter und so fort. Ich glaube, da sind einige Namen doppelt. Schön. Martin Ellis, Visual Effects, super. Schön. Hier sieht man im Hintergrund nochmal die ganzen Leute. All unsere neuen Freunde, all unsere neuen Gebiete, die wir bereist haben. Chris Noyce, Peru, Eileen, Monta, Mas Montgomery, etc. etc. Sung Wong Chok, Xenia Morbus. Was? Morbus? Morbus? Nee, Morbus. Ich kann es nicht alles vorlesen, dafür ist es zu schnell. Ihr könnt ja auf Pause drücken, euch das nochmal angucken. Es war ein wunderschönes Spiel. Es hat mir super gefallen, es gefällt mir immer noch. Ist ein schönes Game. Wir haben es jetzt komplett mit allen kaufmöglichen DLCs ja, gespielt. Ist eine absolute Kaufempfehlung. Auch die DLCs, da das wild gewordene Plumpsklo, die böse Königin, die fälschlicherweise böse geworden ist. Ah, schön. Die Ziegen, die in Stein gemeißelt sind. Wunderbar. Alpin Bergkette, auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Sehr, sehr viel Liebe im Detail. Sehr buntes, sehr schönes, sehr niedliches Game.
aber auch ziemlich anstrengend und schwierig. Muss ich echt mit den ganzen Größen nicht verstecken. Es ist ein super Game. Also nochmal so ein Hat in Time 2 oder so würde ich mir echt wünschen. Das würde ich mir auf jeden Fall auch zulegen, kaufen und mit euch Let's Playen. Es ist einfach wunderschön. Die ganzen Ninja-Katzen und die riesen Vögel. Oh, schön. Die geisterhaften Ziegen. Alter, einfach wunderbar. Hier diese Einwohnerglocken. Sehr, sehr viel schöne Gameplay-Elemente mit einem Regenschirm bewaffnet. Die verschiedenen Fähigkeiten mit den Hüten finde ich ein bisschen innovativ, weil so sieht man das jetzt nicht. Mir persönlich gefällt ja sowieso immer irgendwelche Fähigkeiten, die relativ, die ein bisschen uncasual sind. Sprich, nicht irgendwelche Skills oder so, sondern wirklich mit Ansteckern, mit Hüten. Schön hier der Captain mit seiner Kreuzfahrt. Wunderbar, einfach super. Die Robben. Hier natürlich auch den Mafia-Chef, den Bürgermeister, den wir zum Marmelade verarbeitet haben, den versteckten Bösewicht. Hier noch ein paar Octoblockdos. Einfach wunderbar. Die Eulen, alle natürlich. Der kleine Schaffner mit seinen Kindern? Wirklich, sind das seine Kinder? Ich weiß nicht. Diese Krähen, die alles über uns wissen wollen. Der Urlauber, der uns die Kamera schenkt. Es ist einfach wunderbar. Brazilian Portuguese Translation, alles klar. Einfach wunderbar. Hier der Oktopus, der für die Dingsbums, für die Energiezufuhr zuständig ist. Es ist einfach wunderschön, wunderbar. Ein sehr schönes Spiel. Finde ich auch gut, dass wir weiterhin Nyankusa Metro auch optisch wunderbar gemacht. Für alle Katzenliebhaberinnen und Katzenliebhaber ist es einfach ein Traum. Was natürlich geil wäre, wäre noch ein DLC, wo es sowas Gleiches mit Hunden geben würde. Das wäre auch ganz nett. Dann hätte man Katzen und Hunden gefreut. Aber ich glaube, das gibt es nicht. Aber Nyankusa Metro war einfach super passend. Wirklich. Da hat jedes Detail einfach gestimmt. Dieser Boss war schon, ja, war schon auch ganz cool. Die Züge, die von Katzen gezogen wurden, war einfach der Hammer. Ein bisschen unübersichtlich, aber wir haben es ja trotzdem ohne Metropass geschafft. Das war schon mal ganz gut. Das bedeutet, so unübersichtlich kann es ja nicht gewesen sein, wenn ich mich zurechtgefunden habe. Und hier nochmal ganz viele Namen. Einfach ein schönes Spiel. Die Protagonistin, ich muss ganz ehrlich sagen, die ist mir tausendmal lieber als Super Mario. Ich bin ja auch ein kleiner Mario-Freund, das ist klar. Aber dass die Kleine hat einfach viel mehr Charisma, muss ich sagen, mit den Gesichtszügen. Die hat genauso wenig gesprochen wie Mario. Also man sieht schon ein paar Parallelen dazu. Aber man hat es einfach viel lieber. Es ist einfach super. Und vor allem auch nicht, dass man irgendwie irgendeine Prinzessin mal wieder vom Bösewicht retten muss, sondern dass man einfach die Zeitstücke sammeln muss. Und dass man mit den Bossen dann im Endeffekt, wie man es ja gesehen hat, doch Freundschaft schließt, ist einfach super. Es muss nicht immer alles, der Gute besiegt den Bösen, sondern der Gute besiegt den Bösen, macht die gut und man wird einfach befreundet. Es ist einfach schön. War einfach ein super geniales Game. Es ist zuckersüß und es ist einfach der Hammer. Da kann sich, also das muss ich nicht verstecken. Warum hat die denn jetzt auf einmal rote Augenbrauen? Guck mal, jetzt hat sie ganz neue, viele Kuscheltiere. Die Eule, irgendwas anderes, das linke, rechts ist, also von ihr aus gesehen, links der Mafia, die Krähe, die Eule und was das andere ist, weiß ich nicht ganz. Das kann ich jetzt nur nicht erkennen. Das ist irgend so ein verschleierter Einwohner. The End. Ja, schade. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zu spielen. Auch privat. Es war einfach wunderschön. Kann ich da noch irgendwas drücken? Nee, ne? Das geht automatisch weiter. Es ist einfach wunderbar. Es fängt, glaube ich, jetzt auch von vorne an. Das bedeutet, ja, ich kann im Stream immer noch, oder? Warte mal, was gibt's denn da jetzt? Links oben das Schiff, geil. Vielen Dank, dass du ein super Fan bist. Oh, auf jeden Fall. Jetzt kannst du ein neues Abenteuer mit Bowkid in der Hauptrolle starten. Okay. Neues Abenteuer mit Bowkid? Ja, ah. Okay, das ist ein, aber ich glaube, das ist einfach nur das Gleiche mit einem anderen Charakter.
Da können wir jetzt hier die das Bro-Kit spielen. Auch ganz cool bestimmt. Vielleicht können wir das mal im Stream machen, aber Let's Play 98% fertig. Ich möchte natürlich gerne noch diese ganzen Farben sammeln und allem drum und dran. Aber diesbezüglich muss ich sagen, das machen wir dann vielleicht im Stream. Wir sehen uns dann dort. Es ist einfach ein schönes Spiel gewesen. Danke, dass ich das mit euch spielen durfte. Und ich hoffe, euch hat das Spiel insgesamt genauso gefallen wie mir. Es ist wunderbar. Macht's gut, euer Graf Wallner.